Du machst. Alter, du machst ja alles kaputt. Gib mir erstmal ein bisschen. Ein bisschen Zeug. Komm hier. Du mal. Uiui. So Leute und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hexmine. So, letzte Folge für heute ist jetzt Donnerstag für euch. Ich lege mich direkt ins Bett. Und ja. Wir bauen weiter. Gut, hier muss ich noch ein bisschen. Nehmen wir einfach erstmal mit. Das muss erstmal reichen. Wie gesagt, wenn ich jetzt überlege, also ich habe jetzt wieder für. In Anführungsstrichen, ich habe jetzt für 7 Tage wieder Folgen. Das heißt also auf gut Deutsch, ich nehme frühestens wieder Sonntag auf. Und dann, naja, muss ich mich mal echt zurückhalten. Aber das Problem ist halt, ich wollte halt heute was erreichen und ja, das mache ich jetzt ja auch. Warum? Ich meine jetzt irgendwie ernsthaft, warum habe ich jetzt meine scheiß Spitzhacke nicht dabei? Warum? Ich meine, gibt es irgendeinen Sinn? Naja, okay. Okay, Gut. Ich glaube, ich habe geklaut. Nom. Hier können wir mal gleich wieder ein bisschen drüber gehen und alles. Das wollte ich auch eigentlich noch machen, diese Aufnahme. Ach Gott. Hatte ich eine Menge vor, habe aber nichts erreicht mal wieder. Oder wenig. Sagen wir lieber wenig. Ich habe jetzt zumindest etwas erreicht dieses Mal. Ich kann mal hier noch ein paar Oak Saplings. Könnte ich auch noch mal verwenden. Man muss gehen. Haben wir eigentlich irgendwie eine Kuhfarm oder so? Nee, ne? Wir müssen jetzt nur eine Schafsfarm. Eigentlich. Wenn mich nicht alles täuscht. Ne? Also und eine Chocobo-Farm natürlich, aber. Ja. Schafe. Ja. Komm mal hier, die scheiß Schafe. Kommt. Ihr beiden poppt. Und ihr beiden. Dann haben wir ein paar Kindchen hier mal rausgeholt nochmal. Perfekt. Erfahrungspunkt. Komm schon. Yay. Okay, perfekt. Gut, gut. Wir könnten eigentlich. Müsste ich mich mal auf den Weg machen, dass ich ein bisschen. Ja, ein bisschen diese. Ein paar Kühe suche. Schweine bringen mir nämlich nichts. Also Schweine bringen natürlich eigentlich schon was, aber nicht das, was ich will, was sie bringen sollen. Also was die Nutztiere bringen sollen. Na guck mal, hier haben wir Marble bis zum Abwinken. Den nehme ich jetzt mit. Also gleich nehme ich den mit. Ich baue jetzt erstmal hier oben das Zeug noch ab wieder und dann. Na, die Wände sind ja im Normalfall nicht so teuer. Hier außen mache ich dann auch noch Eiche wieder hin. Ja, das ist alles Cobblestone. So, okay. Gut. Warte mal. Nein. So. Okay. Die Axt habe ich weggelegt, okay. Gut zu wissen. Gut. Was hat der hier hinten eigentlich? Eine kleine Gesellfarm. Ne, beziehungsweise auch hier so. Ja, allgemein eine kleine Farm halt. Okay, eigentlich richtig interessant, was er hier macht.
Der Sebo. Ich gehe einfach mal durch den sein Haus. Ich meine, ich mache ja nichts kaputt. So. Ich würde sagen, ich gehe jetzt erstmal auf die Suche nach Kühen. Eigentlich. Ist, denke ich mal, besser. Wenn ich ehrlich bin, weil Kühe brauchen wir. Also beziehungsweise ich mache jetzt erstmal einen kleinen Stall halt und such dann nach Kühen. Weil, wie gesagt, Kühe brauchen wir eigentlich, um Leder herzustellen und so. Um Bücher herzustellen. Weil Bücher kann man, soweit ich es weiß, halt wirklich nur mit. Na, ich schau mal einfach gerade. Upsala. See unten. Book. Ganz normales Book, bitte. Ja, das ist aber. Ja. Ganz ehrlich, nee. Sich nicht ein, so ein Buch dann zu machen, wenn ich ehrlich bin. Also, das ist ein bisschen sehr viel Arbeit, habe ich keinen Bock drauf. Da suche ich mir lieber ein paar Kühe. Auf jeden Fall. Und uns nicht mehr. So. Ja, hier will ich dran. So. Ein 64er Stick. Ein 64er Stack. Den machen wir zu Sticks. So. Das machen wir jetzt alles hier schön zu. Ne, machen wir nicht alles schön zu. Das behalten wir so. Ah, jetzt habe ich kein normales Holz. Und so. Gut, da noch den Cobblestone, den muss ich natürlich jetzt noch hier rein. Und dann bauen wir hier drüben, natürlich, versteht sich. Irgendwo da einfach dann dieses kleine Gehege hin. Oder ich baue es einfach. Oder? Baue ich einfach ein kleines Gehege neben die von Vanessa? Ja. Soll die sich darum kümmern? Nee, Spaß. Ist ja auch wieder, ich sag mal in Anführungsstrichen, für alle da, ne? Und im neuesten Notfall können wir auch noch immer umsiedeln und alles drum und dran. Hätte ich auch die. Ist irgendwie. Ist das nicht so mit. Ach doch, 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 doch. Ne, hier mache ich das nicht hin. Ich mach das allgemein nicht hier hin. Ich mach das doch dann darüber. Zu uns. Zu unserem neuen Punkt. Gut. Weizen habe ich noch welche dabei. Ja, gut. Perfekt. Dann ist ja gut. Dann ist ja gut. So. Wie gesagt, ich mache dann jetzt einfach hier so ein kleines Ding. Wir können natürlich jetzt, wir bauen noch, denke ich mal, bald mal ein paar Wege oder so dann noch zu, zwischen den Häusern. Damit wir da halt allgemein ein bisschen. So, ich mach mir dann hier, warte mal. Hier, die hätte ich auch nicht setzen müssen, weil ich mach mir hier so einen schönen Hinterausgang. Und dann machen wir das doch. Machen wir uns so ein bisschen. Hier dann. Was ist denn mein Vorgarten? Mein Garten, nicht mein Vorgarten, das ist einfach nur mein Garten. So. Indem ich dann noch so ein ganz kleines bisschen Landwirtschaft betreibe, ne, das werden wir dann später halt machen, ne? Und dann würde ich sagen, können wir hier erstmal halt dann das scheiß Kuhgehege hinmachen. So, 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 so. 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 Kann man ja natürlich später noch wieder abreißen und alles. Also kann man ja noch ein bisschen, kann man ja ersetzen.
schon weg. Das ist jetzt irgendwie dumm. Ja, das ist ja was, wieso? Das ist ja. Also das Ding hier nehme ich auf jeden Fall noch. So. Zack. Und ich hätte zuerst mal das Kuhgehege machen sollen. Gut, bin ich eigentlich noch hier? Zwei. Oder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Okay. 2, 3, 4, 5. Das hier muss weg. Das heißt, ein kleines Gartentor. Ein kleines Gartentor. Es ist manchmal echt nicht dein Ernst, oder? Das ist ja. Manchmal ist es wirklich wie verhext so. Oder ich mach weiter. Ja, komm. Machen wir es so, dann können wir zwei machen. Zwei Gartentürchen und dann. Gut. Ist besser. Ist einfach leichter, dann die Kühe reinzubekommen. Und ich hab dann natürlich immer noch die Muhe hier auf dem Ohr. Naja, scheiß drauf. Ich lege mich jetzt aber erstmal noch mal ins Bett, bevor ich dann morgen auch losgehe auf die Kuhjagd. Also so 14 Minuten oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwelche Kühe bekomme in dieser Zeit. Also ich hinbekomme vor allem. Ja, komm. Und natürlich muss ich dann auch erst noch ein paar Zäune wiederherstellen. Also jetzt. Gleich. Ich denke immer, das hier ist Brot. Ich weiß nicht, warum denke ich immer, dass es Brot ist. Das wollte ich nicht. Leg dich hin. So. Dann wieder ein paar Zäunchen. So ist das aber schön. Das mache ich aber toll hier. Was mache ich hier? Scheiß drauf. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Ah, komm. Machen wir hiermit noch. Nochmal ein paar. Dann reicht's auf jeden Fall. So, jetzt reicht es auf jeden Fall, wenn ich das jetzt. So, das reicht jetzt. Gut, perfekt. So. Ich möchte halt nur noch, ich sag mal in Anführungsstrichen, scheiß Kühe finden. Dann hat sich die Sache. Auf dem Weg, auf der Suche nach Kühen. Auf dem Weg, auf der Suche nach Kühen. Während ich auf der Suche nach Kühe bin, würde ich mal sagen, suche ich dann auch noch Kühe, halte ich auch noch ein bisschen die Augen offen nach Hexical-Essenzen. Von den Dingern habe ich ja immer noch keine einzige gesehen. Oder zumindest wahrgenommen. Ne, die sind ja auch, die sind ja so bläu, also sind ja blau. Ne? Nur das sind halt nicht diese Blumen, ne? Das sind halt andere, ne? Für die Leute, die Hexical-Essenzen halt jetzt nicht kennen. So. Ich esse erstmal wieder was. Warte mal. Ja, das war das Schwein. Was ist denn? Ist hier ein Meteorit eingeschlagen? Ich denke mal, ne? Oh doch. So. Ein Meteor-Chip. Ja, jetzt ruckelt es wieder ein bisschen. Jetzt kommt der Server wieder neben dem Laden hinterher. Astrein, nur. Nee, jetzt braucht es voll lang, bis es hier. Bis hier wieder rauskommt, ne? Okay, noch nicht. Hä? Okay. Ich nehm's zurück. Ich nehm's zurück. Kann noch ein Strauß einfach. Und Sam. Würde auch gehen. Würde es? Nö. Ich glaube nicht. Ja, was denn?
Ne. Darum kümmere ich mich jetzt nicht. Gehe ich hier eigentlich gerade in eine Richtung, die ich schon kenne? Ja, tue ich. Ich glaube, da bei dem Dorf waren ein paar Kühe. Wenn mich nicht alles täuscht. Hat ein paar Sträuße mal gefunden. Hier spawnen diese Lohen. Naja. Ich höre auch schon ein paar. Daily Restart. Na super. Gut, Daily Restart. Dann. Ich sag mal da, dass er jetzt gerade nicht zur Aufnahme gehört, so gesehen. Ich könnte jetzt auch einfach einen Cut machen, aber das mache ich jetzt einmal kurz nicht. Lass ich das mal kurz drin, weil der Server ist einigermaßen schnell immer wieder da. Brauche im Normalfall so ein paar Sekunden halt, na so, da ist er wieder. So, und dann mache ich jetzt weiter. Also dann zähle ich das jetzt erst wieder mit der Zeit. Ne? Also jetzt darf ich jetzt wieder Zeit zählen. Ne? So, okay, da haben wir Kürbisse, tolle Wurst. Können wir uns wenigstens eine schöne Kürbissuppe machen. Das ist so eine Falle, ne? Ist das? Ja, oder das ist eine Falle. Weil wenn man hier runter krabbelt, dann unten einen Block abbaut, dann fällt man da komplett durch, beziehungsweise dann sinkt der da ab und man kommt nicht mehr hoch und alles. Also ist ein bisschen. Müsste ich jetzt demonstrieren, aber will ich jetzt gerade nicht. Gehen wir hier hoch. Wo haben wir denn eine Kuh, Mann? Nur eine scheiß Kuh. Also besser gesagt, zwei Kühe. Die könnte ich jetzt irgendwie gut hier brauchen. Alter, war das letzte Mal auch schon hier? Also ich hier war. War hier auch schon an dieser Tower. Oh ja. Wäre möglich. Der geht bestimmt nach unten, ne? Nee, der geht nach oben. Hä? Also scheiße. Der lohnt sich ja nicht. Ich bin der König der Welt. Okay. Ne, ich springe jetzt hier nicht runter. Okay. Ah, ich wollte gerade schon sagen, ich dachte, ich falle jetzt da irgendwie. Ich dachte, ich falle da jetzt runter. Warte mal, ist das da hinten eine Kuh? Das ist einfach nur ein Erdblock, okay. Toll. Ein Erdblock, okay. Ja, überall hier so scheiß. Scheiß Sträuße, ne? Guck, wir gehen jetzt in den Eistower. Mal kurz. Aber wirklich nur kurz. Dann guck mal hier. Guck mal. Hier unten. Okay. War ja nicht böse gemeint. War doch nicht böse gemeint. War doch nicht böse gemeint. Nein, nein. Ist ja gut. Ist doch alles in Ordnung. Ich hab dir noch nichts getan. Warum ist er denn hier unten, Mann? Ja, was habe ich denn alles dabei? Eigentlich ziemlich viel Zeug, ne? Was macht der denn hier? Was? Alter, du machst ja alles kaputt. Hier gib mir erstmal ein bisschen Zeug. Komm hier. Du mal. Uiuiui! Du machst Damage. Ist gut? Alles gut? Ist gut? Okay. Und schön. Okay. Gut. Wir haben hier einen Tower. Und da haben wir scheinbar einen Vulkan. Einen Vulkan. Ein Vulkan, genau. Kennt ihr einen Vulkan? Okay, gehen wir erstmal einfach hier rüber. Ich bin auf der Suche nach Kühen eigentlich, ne? Eieiei.
Hätte ich aber irgendwie nicht erwartet, dass er doch so krass Damage macht. Der Wert der Tower Golem. Der Battle Golem, nicht Tower Golem. Ja, ist kein ruhiger Vulkan. Kommt einfach nur eine Menge Lava raus. Obwohl, vielleicht ist es doch ein Vulkan, weil auf der anderen Seite kommt ja auch noch eine Menge Lava raus. Also von daher. Naja. Oh, warte mal, ich habe ja meine Spitzhacke dabei. Schön. Ah, ne, da gehe ich nicht rein. Nö, nö. Das ist mir zu riskant. Das ist mir doch eindeutig zu riskant. Aber guck mal hier. Ah, ich krieg Diamanten. Ja, ich krieg keinen Diamanten. Ach, fick dich, Scale. Das ist mit einer der besten Items, mit eins der besten Items im kompletten Spiel. Ja, und? Ich will Diamanten haben, bei denen weiß ich das wenigstens. Du musst es mir nicht sagen. Komische Stimme in meinem Kopf. Oh ja, das sieht sowas von nach Vulkan aus, du. Also, nee. Nee, finde ich jetzt, ne, finde ich jetzt nicht okay. Wenn ich ehrlich bin, finde ich irgendwie finde ich das doof. Freust dich ein bisschen zu sehr, du scheiß Chocobo, meine Fresse. So, Oiki. Oiki vor allem. Oiki. Oiki. Geh mal weiter. Oiki. Wie auch noch. Ja. Schmeiß mir die scheiß Emeralds weg. Nur stattdessen mal das Zeug mit. Was ist denn das hier eigentlich? Soll das Gravil darstellen? Wie gesagt, soll das Gravil darstellen? Was ist das? Iron Gravel. Iron Gravel. Eisen Gravel. Komisch, ulkig. Kenne ich nicht. Sagt mir nichts. Da würde ich gerade sagen, weit und breit keine einzige Kuh. Okay, kommt. Ja. So, aber diese scheiß Kühe, ne? Die jetzt erstmal bis zu mir nach Hause bringen. Hey. Okay, dann kommt nur halt nur Emil. Das wird jetzt eine spaßige Angelegenheit, Leute. So gesehen darf ich ja jetzt nicht kämpfen, ne? Weil ansonsten passiert genau das. Die verlieren das Interesse. Ist ja doch scheiße, ey. Macht jetzt keine falsche Bewegung, okay? Keine falsche Bewegung. Ihr Kühe. Folgt mir einfach. Kommt einfach hier hoch. Okay, kommt nicht hier hoch. Folgt mir jetzt einfach. Okay. Kommt mir einfach mit. Kommt mir einfach mit. Kommt einfach hinterher. Hallo. Gute Kühe seid ihr. Ey, die bis dahin jetzt mitzunehmen, ey, das wird so eine Tortur. Ich würde sagen, ich überziehe ausnahmsweise mal die Folge. Tut mir leid. Aber es muss ausnahmsweise mal sein. Obwohl, nee, die Kühe kriege ich eh nicht bis nach Hause. Also nicht jetzt. Das dauert viel zu lange, bis ich die wieder zu Hause habe. Ich meine, das ist mein Blub. Bis ich da bin. Bis ich da bin. Haben wir morgen. Also im Real Life morgen. Ja. Ihr seid doch scheiße, ey. Ich suche mir Kühe, die in meiner Nähe sind. Auf Wiedersehen. Wir müssen auch wohl 2, 3 Kühe in unserer Nähe gespawnt sein, irgendwann mal. Ansonsten fühle ich mich echt verarscht. Ja, scheiß Vogel. Halt's Maul.
Ein Creeper. Ach, scheiß drauf. Ist ja nur ein Creeper. So. Gib mir Erfahrungspunkte. Ich muss was essen. So, in 50 Sekunden ist die Folge zu Ende. Heißt also auf gut Deutsch. Oh, ich muss jetzt aufhören. Ja, gut. Dann höre ich halt jetzt auf. Oh, was ist das denn? Auch ein Skelett. Oh, warte mal, das ist so eine Art Skelettkönig. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Dank der Scheißspinne. Okay, mach mal kurz das Skelett fertig. So. Skelett fertig gemacht. Geile Scheiße. Das holen wir uns auch noch. Okay. Das holen wir uns, glaube ich, nicht mehr. Doch, das holen wir uns noch und dann ist Schluss für diese Folge. Dann mache ich einen Combat Lock. Komm schon. Du schaffst das. Du musst nur nicht glauben. Okay, das ist vorbei. Schade. Ja, ausnahmsweise mal nicht. Sorry, Sebo. So. Gut. Ja, da oben ist noch. Muss noch eine. Okay. Hey, das wäre ja, irgendwie ziemlich dumm, wenn ich mir jetzt da nicht noch die Kiste klauen würde, die da oben steht. Okay, das wäre scheinbar noch nicht so ziemlich dumm. Okay, komm. Also was. Also was. Hey, fick dich. Fick dich. Fick dich. Fick dich, habe ich gesagt. Okay, komm. Ich crafte mir nächste Folge sofort einen Rucksack. Ohne Witz. Ich brauche einen Rucksack. Dann geht das. So. Hundis! Ah, wow, wow. Wow, wow. Bleib stehen. Bleib stehen, wow, wow. Wow, wow. Nein, ich hab keinen. Doch, ich hab Knochen. Wow, wow. Wow, wow. Ja, putschi, 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 jetzt will er sich nur bahnen. Jetzt willst du nur poppen. Ja, geile Scheiße. Okay, ich sag dann jetzt in diesem Sinne auf. Ja, in diesem Sinne legen wir down. Ciao, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play. Hexmine, auf Wiedersehen. Tschüss.